Ja, liebe Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung, diese Böller müsstet ihr ja mittlerweile kennen, aber wir haben ein kleines Geheimnis zu lüften bzw. einen kleinen Trick. Manche von euch wissen vielleicht, es gab am Anfang diese Böller mit den braunen Reibköpfen, die sind relativ schnell oder haben relativ schnell gezündet, und die neue Charge, die es ab nun nur noch geben wird, sind die mit diesem schwarzen. Und ja, da gab es anscheinend ein bisschen Probleme beim Anzünden. Und ja, wir haben uns gedacht, Mensch, woran liegt das denn überhaupt? Warum zünden die nicht ganz so leicht wie die älteren? Und da bin ich da drauf gekommen, wir verwenden immer Funke-Reibbretter. Vielleicht ist ja auch die Firma Funke dran schuld. Nein, das ist natürlich nur ein kleiner Scherz. Es geht eigentlich darum, die brauchen einfach ein bisschen längere größere Reiblänge. Und deswegen haben wir ein paar Tests gemacht und sind dann durch Zufall eigentlich drauf gekommen, dass wenn man die hier ein bisschen hin und her reibt, 2-3 Mal, dann gehen die wunderbar. Ja, also wenn man es so macht, geht es nicht an. Aber wenn man öfters mal dran reibt, 2-3 Mal hin und her, reicht schon vollkommen aus. Die sind aber auch laut. Also mir machen die richtig Spaß, auch mit diesem Reibkopf. Es ist ein toller Böller, und wenn man es richtig reibt, dann funktioniert es auch. Ja? Oh, da habe ich einen alten. Ein paar alte. Ah, das ist noch ein neuer. Ja, also es funktioniert wunderbar. Nämlich einfach 2-mal hin und her, zack, zack. Und schon funktionieren sie. Auf Anhieb. Habe ich noch einen? Ah, ich muss noch einen. Die machen einfach so viel Spaß. Ich muss noch einen. Ich muss einfach noch einen anzünden. Ja? Und da kann das Brett auch gerne ein bisschen verschmiert sein. Ist nicht so schlimm. Ja? Und wunderbar funktionieren sie so. Es ist der ganze Trick. Das ist der ganze Trick. Ja. Liebe Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung, nutzt den Röder-Trick bei den B1-Böllern, dann funktioniert es wunderbar. Also nicht einmal reiben, sondern hin und her, zack, und dann funktioniert es wunderprächtig, auch mit den neuen Reibkopf oder Reibköpfen der Di Blasio-Böller. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Wir haben noch welche im Shop, greift zu, solange es noch welche gibt. Die P1-Geschichte ist immer wieder heiß diskutiert. Dann bis zum nächsten Mal und lasst alle Finger dran. Macht's gut.